Es passiert gerade unglaublich viel bei der amerikanischen Notenbank. Frau Navidi, vielleicht erst mal ganz kurz. Haben Sie eigentlich mal persönlich Janet Yellen kennengelernt? Und wenn ja, was für einen Eindruck hatten Sie? Ja, immer mal wieder über die Jahre, so mehr oder weniger im Vorbeigehen auf Konferenzen und Treffen des Internationalen Währungsfonds und in Washington. Und sie ist eine sehr bescheidene Person, sehr arbeitsam, gewissenhaft, gibt sich große Mühe, so ein Professorinnen-Typ. Okay, Mühe ist natürlich eine Sache, aber was würden Sie sagen? Wie fällt die Bilanz der amerikanischen Notenbank, der Geldpolitik der letzten 4 Jahre aus? Sie hat eine sehr gute Bilanz zu verzeichnen. Das ist natürlich nicht nur ihr zu verdanken, sondern auch ihrem Team, mit dem sie sehr gut zusammengearbeitet hat. Aber das sagt ja auch etwas über ihre Führungsqualitäten aus. Die Fed hat ja hier 2 Mandate, einmal den Arbeitsmarkt und dann Preisstabilität. Auf beiden Fronten sieht es gut aus, insbesondere im Arbeitsmarkt. Da sehen wir jetzt mit der Vollbeschäftigung bei 4,2%, den besten Stand seit 16 Jahren. Also auf vielerlei Ebenen hat sie eine solide Erholung mit zu verantworten. Jetzt hat der amerikanische Präsident ja einen unglaublichen Wirbel veranstaltet um die Nominierung des nächsten Notenbankchefs. Sowas haben wir, glaube ich, in der Geschichte der Notenbank auch noch nie gesehen. Warum hat Donald Trump so einen Wirbel veranstaltet? Personalpolitik war noch nie seine Stärke. Er inszeniert hier alles wie eine Reality-Show, was natürlich in erster Linie auch ablenken soll von der Inkompetenz. Er hat auch keine Ahnung auch über Zentralbankpolitik und von den Russland-Ermittlungen. Hier brennt es ja an allen möglichen Fronten und das ist so eine Show immer gut zur Ablenkung. Jetzt ist es natürlich ein extrem wichtiger Job, der jetzt zu erfüllen ist. Es sind historische Zeiten, was die Aufgaben auch der Notenbank anbelangt. Aber kann denn jetzt der neue Mann, kann denn Jerome Powell tatsächlich so viel bewegen? Hat er Handlungsspielraum, wenn man bedenkt, alleine auf wie viel Staatsanleihen und Hypothekenpapieren die Fed sitzt? Die Persönlichkeit des Chefs macht schon einen Unterschied im Hinblick auf die Ideologie, auf seine Kommunikationsfähigkeiten und auch das Vertrauen, was er im Markt besitzt. Aber wie gesagt, es ist eben nicht nur er. Dieser Ausschuss der FOMC besteht aus 12 Mitgliedern, genauso wie bei der Europäischen Zentralbank Draghi einer von 24 Mitgliedern ist. Also es ist nicht nur alleine seine Entscheidung, aber natürlich kommt es jetzt auf den Kurs drauf an, den er weiterfährt und wie der Markt das sieht. Vielleicht kurz noch, Jerome Powell selber hat eine Vergangenheit an der Wall Street. Er hat viele Jahre auch an der Wall Street gearbeitet. Wird das Einfluss haben auf die zukünftige Politik der Notenbank? Ja, mit Sicherheit. Also einmal im Hinblick auf die Deregulierung, aber dann auch auf die Tatsache, dass er kein Ökonom ist. Da scheiden sich etwas die Geister. Sicherlich ist er kompetent. Er ist ja schon seit 2012 dort im Vorstand, auch in der Federal Reserve, also kennt sich da aus. Nur es sind jetzt werden immer weniger Ökonomen und es gibt schon ein gutes Argument dafür, dass der Chef der Zentralbank das vielleicht doch ganz gut ist, wenn er ein ausgebildeter Ökonom ist. Also das muss man mal abwarten. Frau Navidi, vielen Dank für das Gespräch.